Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin bereits schon wieder unterwegs. Ich habe ausgecheckt. Aber jetzt kommt's. Ich habe noch ein Date. Ja, aber wie es zu dem Ganzen gekommen ist, erzähle ich euch nachher. Jetzt gehe ich zuerst mal dort hin zu unserem Treffpunkt. Und in gut, was ist es? Etwa 3 Stunden oder so fährt mein Bus in die nächste Stadt. Und ja, das habe ich euch ja schon erzählt, habe ich dann das Couchsurfing wieder. Auf das freue ich mich schon richtig. Und ja, aber jetzt gehe ich zuerst mal zu meinem Date. Nicht, dass ich noch muss warten. Ja, jetzt sind wir hier also am Zmörgeln, die Alejandra und ich. Und wir haben uns jetzt kennengelernt auf Hangouts, also Couchsurfing Hangouts. Sie haben mir gestern Abend geschrieben, ob ich Lust habe, mich zu treffen mit ihr. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich verlasse leider die Stadt schon wieder. Und dann hat sie ganz spontan gesagt, ja, wir können ja morgen zusammen zmörgeln. Und so ist sie jetzt mich abholen und ja, jetzt tun wir zusammen zmörgeln. Sie? Ja, jetzt bin ich hier schon an der Autobusstation. Die Alejandra hat mich jetzt hier gerade abgeladen. Ich muss sagen, es ist eine mega coole Sache. Ich habe das vorne gar nicht gekannt. Ich habe das schon ab und zu gesehen. Auf Couchsurfing gibt es eben das Hangout. Aber ich habe das irgendwie gar nicht so richtig beachtet. Und gestern Abend habe ich mal so ein bisschen eingegeben, dass ich so ein bisschen offen bin. Man kann dort so angeben, auf was man machen will. So eben sich auf ein Bier treffen oder so, oder ob wandern oder so, das kann man dann so eingeben. Und das habe ich gestern Abend gemacht und irgendwie eine Viertelstunde später, wo ich eigentlich schon am Licken war, hat mir sie eben schon geschrieben gehabt, eben, ob ich auf ein Bier will, mich treffen. Und danach habe ich ihr geschrieben, ja, ist voll, ist gut, gehen wir doch, oder? Dann hat sie gesagt, ja, eben, sie habe keine Zeit mehr, aber wir können morgen zum Mörgeln. Und jetzt, ja, jetzt ist sie mich abholen und jetzt sind wir hier in Guadalupe, das ist die Nachbarstadt von hier. Jetzt sind wir zusammen zum Morgenessen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Es war mega cool, ich konnte endlich wieder mal ein bisschen Spanisch reden. Und ja. Hier in diesen Bus, immer wenn man irgendwo anhaltet, kommen alle ganz viele Verkäufer rein, die einem jenstes verkaufen wollen. Und das Mal habe ich mir jetzt mal einen Burrito gegönnt. Und ja, den verspeise ich jetzt. Es geht nämlich noch etwa eine Stunde oder so. Oder vielleicht eineinhalb. Also ja, ein bisschen über die Hälfte haben wir jetzt schon. So, jetzt bin ich also in der Stadt der Skorpione und zwar in Durango. Das ist schon ziemlich weit oben im Norden. Und ja, jetzt gehe ich mein Couchsurfing oder respektive die Unterkunft von meinem Couchsurfing go suchen. Ich muss jetzt aber zuerst noch mein Handy oder Internet aufladen, weil ich habe gerade kein Internet mehr und ich habe meine Offline-Karte nicht abgeladen, dummerweise. Darum weiss ich jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Aber das ist kein Problem, da kann man eigentlich jedem Laden kann man da eigentlich sein Dings wieder aufladen, sein Guthaben wieder aufladen. Genau das mache ich jetzt. So, mein Internet ist wieder aufgeladen. Und ich weiss jetzt zumindest, wo ich hin muss. Es ist etwa 40 Minuten von hier. Und es fällt irgendwie auf, es sieht ein bisschen aus, so fast wie in Amerika. Schau mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das so richtig gut sieht, aber es ist überall so die Fastfood-Läden und so gut, das hat es an anderen Orten auch, aber es ist irgendwie viel anders als in anderen Orten. Es sieht ganz anders aus hier. Ja, ist noch spannend. Und auf dem Weg dahin habe ich ganz einen Haufen Kühe gesehen am Strassenrand. Überall hat es Rösser und Kühe. Also es könnte schon sein, dass die hier oben vermehrt Fleisch essen als im Süden. Aber ja, das sehe ich jetzt irgendwie. Ja, ich bin jetzt hier gerade angekommen und zwar bin ich jetzt beim Garetti heim. Er hat hier ein Haus, wohnt hier mit seiner Mutter. Und es sind da noch ganz viele andere Leute. Das ist noch recht lustig. Vorne war ich hier in der Küche und habe mit der Mutter ein bisschen geredet.
Und dann kommt ein Brasilianer rein und noch 10 Minuten später kommt dann plötzlich noch eine von Argentinien da hin. Die wohnen alle auch da, die sind so, die studieren da und haben so ein bisschen, ja, wohnen für irgendwie ein Zeitchen da. Ich weiss auch nicht, ich muss die nachher noch mal genau fragen, was die jetzt genau da machen. Auf jeden Fall recht spannend, also es sind recht viele Leute da. Und sie haben noch angetönt, dass wir nachher noch in Ausgang gehen. Darum mache ich mich dann nachher auch noch parat. Und dann, ja. Aber der erste Eindruck ist schon mal sehr, sehr geil da. Nice. So, wir hauen sie jetzt in Ausgang. Die Kamera lade ich jetzt da. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Und ja, ich werde nicht unbedingt eine Kamera mitnehmen in einen Club oder so. Ja. Aber man sieht sich dann morgen wieder, hä? Ciao! Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Gestern war ein richtig geiler Abend. Und zwar war das ganz witzig. Wir, der Gareth, also der Host, der musste arbeiten und der ist gar nicht mitgekommen. Ich bin jetzt aber mit den zwei Frauen in den Ausgang gegangen. Und dann sind wir zuerst in einer Bar und dann haben wir uns mit zwei weiteren Kolleginnen von ihnen getroffen da. Die studieren da alle in Durango. Und es ist eben witzig, die eine kommt eben von Brasilien, die andere von Argentinien. Dann haben wir noch zwei getroffen, nein, drei sind es sogar. Also ich bin mit fünf Frauen unterwegs gewesen. Eine ist noch von Frankreich und zwei Mexikanerinnen. Und dann ja, sind wir in der Bar gewesen, und danach sind wir noch in einem Club. Darum war es ja gerade gut, dass ich die Kamera nicht mitgenommen, weil es wäre ein bisschen komisch gewesen dort. Und ja, es war ein recht witziger Abend gewesen. Es ist irgendwie, was sind wir, irgendwie morgen um 5 Uhr oder so heimgekommen. Und ja, also richtig, richtig cool gewesen. Mega Spass gemacht, da mal ein bisschen in den Ausgang zu gehen in Mexiko. Ich bin schon ewig lang nicht mehr so richtig im Ausgang gewesen. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie in Veracruz. Mit dem Armando zusammen und ja, und ich glaube, jetzt gehen wir dann mal die Stadt anschauen, haben es gestern mal ein bisschen angetönt. Ich weiss jetzt nicht, ob das irgendwie, ob sie es nur so im Sof gesagt haben oder ob das wirklich so ist. Leider gehen die zwei jetzt heute schon wieder. Die sind jetzt mega lang da gewesen, aber ausgerechnet jetzt heute sind die fertig und gehen wieder weiter. Ja, ist recht schade. Aber ja, vielleicht kommen ja dann andere Leute noch, ich weiß es nicht. Und ja, jetzt muss ich mal etwas essen, ich habe Hunger. So, jetzt sind wir also unterwegs. Antonella und ich von Argentina. Und wir gehen jetzt Geld abheben. Also sie muss jetzt da noch irgendwo Geld holen. Und ja, das gehen wir jetzt suchen. Es ist gar nicht so einfach. Aber ja, das finden wir schon, gell? Oh. Ja, wir sind jetzt hier durch die Stadt durchgelaufen. Ich habe einen super Guide, der mir alles ein bisschen gezeigt hat. Es hat noch ein feines Mango-Glas gegeben. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Haus. Und nachher weiss ich auch nicht genau, so was läuft. Sie müssen jetzt, glaube ich, schon gleich gehen. Leider. So, wir sind jetzt also wieder zurück. Und es geht zur Nacht. Die Ladies haben hier für mich gekocht. Super. Hola. Es gibt Bulle mit Herdöpfel und ja, das ist jetzt das letzte Mal, wo wir jetzt da zusammen hocken. Nachher gehen die Ladies schon gleich wieder und für mich geht es dann nachher weiter in den Ausgang heute Abend. Das mal mit dem Host, mit dem Gareth. Ja, meine Ladies sind jetzt gerade gegangen. Jetzt bin ich hier wieder ganz alleine. Schade, aber ja, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen liegen, weil ich bin saumässig müde, ich habe nur 5 Stunden geschlafen. So, guten Abend miteinander. Wir sind jetzt gerade am Eintrinken für den Ausgang. Ich bin recht, recht müde, aber ja, wir haben jetzt hier ein paar Bier gekauft und wir sind jetzt davor am, ja, ein bisschen am Bier trinken und sind noch irgendwie, sind gerade vier Kollegen vom Gareth da. Und nachher gehen wir vermutlich irgendwann in einen Club. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, so wie so das Eintrinken hier in Mexiko vonstatten läuft. Ich weiss nicht, aber es ist ein bisschen unterschiedlich zu unserem
Aber das zeige ich euch jetzt gerade mal. Ora pinches vergas, ora pinches vergas, ora pinches vergas. Rosta, ora pinches vergas, rosta, rosta, rosta ta. Ja, guten Morgen zusammen. Gestern habe ich natürlich das Video nicht mehr beendet, weil ich bin saumässig müde war. Wir sind dann nachher gerade zu Hause liegen. Darum mache ich das jetzt an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch nicht vergessen und abonnieren. Und dann, ja, bis gleich. Ciao, ciao.